Ja, guten Tag auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich, dass Sie alle hierher gekommen sind, um Theresia Moore, die gerade gestern erst angereist ist nach Frankfurt, zu hören, wie sie ihr neues Buch Fleckenverlauf vorstellt. Ein besonderes Buch, ein Arbeitsbuch, ein Tage- und Arbeitsbuch, und ich habe, als ich die Unterzeile gelesen habe, tatsächlich an die Unterscheidung gedacht zwischen dem Cahier, also dem Notizheft, und dem Diary, dem Tagebuch. Und hier haben wir es tatsächlich mit einer Mischung aus beiden zu tun. Und ich fange an mit einem Zitat. Warum ist es so, dass die Tagebücher von Frauen weniger bekannt sind als die von Männern, wodurch das Journal, die Autobiografie, Erinnerungen, Tagebücher als weibliche Textform gelten? Die Antwort darauf erübrigt sich. Ja. Ja. Es war eine rhetorische Frage. Und Theresia Moore, Sie sind eigentlich Schriftstellerin und als solche sehr berühmt inzwischen. Ja, seit dem Bachmann-Preis eigentlich schon berühmt, den Sie mit Seltsame Materie gewonnen haben vor 22 Jahren. Offensichtlich, ja. Scheint mir so, ja. Und auch Trägerin des Georg-Büchner-Preises, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie nun auch ein Tage- und Arbeitsbuch veröffentlichen? Wie es immer ist mit der Literatur, es ist die Antwort auf einen Drang und das Ergreifen einer Gelegenheit. Und die Gelegenheit war, dass ich 50 wurde und mein liebenswürdiger Verlag, vertreten durch meinen noch liebenswürdigeren Lektor, sagte zu mir: Theresia, du bist 50, wollen wir nicht ein Buch machen? So zwischendurch, also keins, du musst nicht fertig werden mit deinem Roman, bis du 50 wirst, sondern wir machen was anderes. Und die Bücher, die zur Auswahl standen, waren: wir bringen meine Essays heraus. Ich bin kein großer Fan meiner Essays oder von anderen Essays, also habe ich das abgelehnt, ebenso wie ein Gesprächsbuch. Um nicht immer die gleichen Fragen beantworten zu müssen, die ich schon sehr häufig beantwortet habe. Ich wollte Fragen beantworten, die mir keiner gestellt hat. Also so bin ich dann dazu gekommen zu sagen, ich habe ohnehin die letzten 7 Jahre ein Tagebuch geführt und eine editierte Fassung davon möchte ich gerne veröffentlicht haben. Auch weil ich natürlich wusste, dass es etwas ist, was der Veröffentlichung würdig ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur sehr private Aufzeichnungen über, keine Ahnung, von 9 bis 9.30 Uhr Yoga oder sowas. Also es ist, ich habe diese Aufzeichnungen durchaus gemacht, um mich selber zu unterstützen bei der Arbeit an noch nicht fertigen Büchern hauptsächlich. Ja, und das ist ja was, was man auch sehr deutlich merkt. Also der Zeitraum, in dem Sie jetzt die Notizen und Einträge ausgewählt haben, ist ja ein Zeitraum, in dem gerade Ihr Erzählungsband im Fertigwerden war und auch der dritte Teil Ihrer Trilogie über Ihren Protagonisten Darius Kopp. Ja, genau. Und vielleicht wollen Sie auch zu diesem Auswahlzeitraum noch ein bisschen was erzählen? Also wenn Sie sagen, Sie schreiben ohnehin Tagebuch, tun Sie das jetzt auch weiter? Eigentlich nicht. Ich habe da erst angefangen. Also ich habe davor keins geführt. Als Teenager ja, aber dann habe ich damit aufgehört. Und der erste Eintrag in diesem Buch ist zugleich tatsächlich der erste Eintrag, den ich gemacht habe. Das habe ich beibehalten. Und wie man sehen kann, das ist im Dezember 2014. Und ich hatte den Buchpreis 2013 gewonnen und war danach ein Jahr lang auf Lesereise. Das Ungeheuer. Das Ungeheuer, genau. Danach war ich etwas mehr als ein Jahr auf Lesereise und danach war ich fertig mit der Welt. Also ich beginne an einem Tiefpunkt von großer Erschöpfung und Verzweiflung und ausgelaugt sein. Und ebenso wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe, ich habe die Erzählungen in die Trilogie hineinschieben müssen, um mich wieder mit Energie aufzuladen, war auch dieses Tagebuch im Grunde dafür da. Ne? Also ordne dich, schau, was da ist, schreibe die Beobachtungen auf, lasse nicht einfach vorbeigehen, dokumentiere, dass es den Tag gab, dass es die Gedanken, die möglichen Figuren, damit du siehst, es ist etwas da, du fühlst dich leer, aber es ist etwas da.
Naja, und so ist es, ich habe vergessen, was die Frage war, aber das ist jedenfalls die Antwort. Ob Sie jetzt noch weiterschreiben? Ah ja, ja, nein, im Moment nicht. Also ich warte jetzt wieder auf den nächsten, die nächste Gelegenheit, den nächsten Auslöser für das nächste Tagebuch. Und so gesehen bin ich mit dem Tagebuch auch so verfahren, wie ich mit fiktionalen Werken verfahre. Ne? Es gibt einen Anlass und dann fängst du an zu schreiben. Also es gibt einen Anfangspunkt und es gibt auch einen Endpunkt. Hier, also hier war der Endpunkt doppelt. Erstens, ich wurde tatsächlich 50 und zweitens, die Pandemie brach aus. Ja? Und entweder führst du ein Pandemietagebuch oder nicht. Ja? Das war diesmal oder nicht. Oder nicht, Sie haben sich dagegen entschieden. Vielleicht können wir mal, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen den Ton auch aufnehmen, die ersten beiden Einträge aus Ihrem Tage- und Arbeitsbuch hören. Oh, ich habe mein eigenes Exemplar aus Versehen signiert. Auch gut. Der erste Eintrag. 3. Dezember 2014. Glück 7.59 Uhr. Die junge Chinesin, die die heruntergefallenen Blätter der Gingo-Bäume vor dem Restaurant zusammenfegt und dabei ein chinesisches Lied singt. Ihre gelben Rosen, ihre braunen Stulpen, der Schal, den sie sich um den Kopf gewickelt hat. Die Vogelkäfige aus Bambus, die an den Bäumen hängen. Leer, offensichtlich nie dafür benutzt, Vögel darin gefangen zu halten, sind sie schön. Tatsächliche Vögel in tatsächlichen Käfigen zu halten hingegen, ist Barbarei. Tausende von Tricks bei der Arbeit singen. 4. Dezember 2014, er macht ja wohl ihren Sarg. Das Zitat im Titel ist das Ergebnis eines Spiels. Das Spiel geht so. Greife dir das Buch, das dir am schnellsten in die Hand fällt. Suche den fünften Satz auf der 23. Seite heraus. In diesem Fall Hans Fallada, der Bettler, der Glück bringt, Aufbau 2012. Frühe und späte Erzählungen und die Geschichten aus der Morkelei. Der beste Text im Band, Birgit van der Beekes Nachwort. Über dieses Spiel erfahren habe ich aus dem Blog von Hosok Virag, den ich lese, um etwas gegen das Gefühl der Sinnlosigkeit zu tun. Dagegen und gegen die Scham, die ich empfinde, weil ich gerade Verträge über 3 Bücher abgeschlossen habe, obwohl ich denke, dass es sinnlos ist, sie zu schreiben. Ich hätte das nicht tun dürfen, auch nicht, wenn mir meine Agentin sagt, alle täten es und was wisse ich schon darüber, ob es wirklich sinnlos sei. Der Sinn könne sich unterwegs finden, beziehungsweise fände sich unterwegs. Und warum sollte ich bei dieser Suche nicht abgesichert sein, wenn ich schon die Chance dafür hätte? Ich werde das niemals einspielen. Sie, na und? Aber das mit den Büchern ist es nicht allein. Die Oberflächlichkeit aller Kommunikation. In den sozialen Medien, klar. In alltäglichen und flüchtigen Begegnungen mit denen, die man nur oberflächlich kennt, klar. In den Begegnungen mit denen, die man etwas besser kennt und daher weiß, dass nichts Tieferes zu erwarten ist, klar. Aber auch in den Begegnungen mit Freunden, die ja gerade deswegen die Freunde sind, weil eine tiefere Kommunikation möglich wäre. Man bewegt sich intellektuell und emotionell im gleichen Bereich, es wäre also möglich, aber es passiert einfach zu selten. In der Mitte des Lebens hast du keine Zeit. Keine Zeit zu haben sieht so aus, dass ihr es mit Hängen und Würgen 3-mal im Jahr schafft, euch für 2 Stunden zu sehen. Dann hechelt ihr die Oberflächen durch, denn diese müssen immer zuerst durchgehechelt werden und bevor es tiefer werden könnte, müsst ihr weiter. Als Ergebnis davon habe ich das Gefühl, selbst meinen Leuten gegenüber nicht ehrlich sein zu können. Dabei lüge ich fast nie. Ich musste meine Kindheit damit verbringen, permanent Kritik dafür einzustecken, wenn ich als ich selbst zu sichtbar wurde. Als Folge davon verstelle ich mich niemals wieder mehr. Grundsätzlich sind auch meine Oberflächen aufrichtig, aber dadurch, dass es nie so weit kommt, dass man so etwas wie oben aussprechen könnte, fühle ich mich am Ende doch allein. Ja, ich bin vermutlich gekränkt, dass auch ich von der Sinnlosigkeit angefochten werden kann. Dass mir das als Person passieren kann, war mir bekannt. Als Schreibende ist mir das bis jetzt noch nicht passiert und jetzt stehe ich da wie nach einem Nasenstüber. Dass es mir etwas ausmacht, wenn mein konsumorientiertes und kulturfernes Umfeld, alle studierte Leute übrigens, nicht nur einfach desinteressiert dem gegenüber ist, was sinnstiftend für mein Leben ist,
Auflösung Hochkultur, insbesondere die Literatur, sondern teilweise offen feindselig. Es gilt nicht mehr als entlarvend und als schlechtes Benehmen, sich abfällig über Bücher und über die, die sie produzieren, zu äußern. Ja, ich weiß, Literatur ist, wenn man trotzdem schreibt, aber irgendwie jetzt gerade diese Verlassenheit. Literatur ist, wenn man trotzdem schreibt. Ja. Was wir aus diesem Buch deutlich immer wieder heraushören, ist, wie schwierig es ist, zu schreiben, aus vielerlei Hinsicht. Zum einen, weil sie Familie haben, Kind haben, das sich auch irgendwie in den Tagesablauf einfügen soll, manchmal nicht so einfügt, mitsamt Geburtstagsfeiern und was sonst so dazugehört. Ja. Dass aber natürlich auch diese Frage, welche Bedingungen brauchen Sie, um überhaupt schreiben zu können, immer jeden Tag sich wieder neu verhandeln lassen muss. Ja? Es geht einfach nicht jeden Tag gleich gut. Und Sie haben bestimmte Tricks, die Sie da auch anwenden. Wenden Sie diese Tricks, wie zum Beispiel das Seite 23-Spiel, was mir unglaublich gut gefällt, also ein beliebiges Buch aufzuschlagen, den fünften Satz auf Seite 23 zu lesen und damit zu arbeiten, wenden Sie den auch weiter an? Ich werde das Spiel wahrscheinlich immer wieder spielen, auch um zu sehen, wie absurd das ist natürlich, weil man kann total auf die falsche Fährte kommen mit einem Spiel, aber im Grunde jedes Spiel hilft im Grunde. Also es ist nicht das einzige Spiel, was in dem Buch vorkommt, es gibt noch andere Spiele, also dieses schreib alles auf, was gut war, schreib alles auf, was schlecht war, schreib alles auf. Sie machen auch Fotos hin und wieder. Ja, natürlich, aber auf die Weise, wie wir das alle wahrscheinlich machen, seitdem wir diese Handys haben. Ja, also wir laufen so durch unseren Alltag und dann sehen wir einen Moment, wo wir sagen, so, und das ist der Moment des Tages und den muss ich jetzt mitnehmen. Der ist ganz besonders schön oder absurd oder es gibt etwas darin, was mich an etwas von vor 50 Jahren erinnert. Das muss mit. Außerdem sind die Fotos, die darin vorkommen, auch so ein Hinweis auf die Recherchefotos, die ich häufig mache. Das sind genau, ja keine. Also man sieht das hier, ich zeige es mal ein bisschen in die klein, Kamera. Ja. Es gibt dann eben diese Fotos, wo Sie auch tatsächlich sagen, ich brauche dieses bestimmte Bild, um es dann zum Beispiel in einen meiner neuen geplanten Romane einzubauen. Genau, also nicht in dem Sinne, dass ich das Bild beschreibe, sondern. Was weiß ich, da ist ein eben zu sehen gewesen, ein Weg, der durch relativ hohes Gras und blühende Blumen auf ein Neubaugebiet zuführt. Führt. Genau. Und ich, wenn ich das sehe, löst das ein gewisses Gefühl in mir aus und an dieses Gefühl will ich mich erinnern, wenn ich Geschichte X oder Y schreibe. Also gibt keine 1:1 Beschreibung? Ja, natürlich nicht. Also ich beschreibe nicht diesen Weg, sondern ich werde dieses Bild sehen und wissen, welche Emotion es war, die ich brauche. Wir haben ja noch gar nicht über den Titel Ihres Tagebuchs, Arbeitsbuchs geredet. Wollen Sie uns verraten, was ist mit dem Titel auf sich das hat? Das ist ganz banal, das ist Titel eines der Einträge und es beschreibt, in welchem Muster die blauen Flecken über meinen Körper verlaufen, nachdem ich mit dem Fahrrad gestürzt bin. Ich hatte nämlich ein Jahr in diesen Aufzeichnungen, wo ich zwei Fahrradunfälle hatte, die unglaublich schmerzhaft waren, wo es mir auch klar geworden ist, aha, so kommen also Fahrradfahrer ums Leben. Sie leben in Berlin, da geht es auch ziemlich zu, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das kenne ich auch. Ja. Natürlich, Entschuldigung, aber das ist natürlich auch ein symbolischer Fleckenverlauf. Ja? Also alles, was Spuren hinterlässt und dass man versucht, dem nachzugehen. Naja, und das ist letztlich so, wie es die Glücksempfindungen braucht, eben auch diese Erfahrungen von Schmerz braucht, um schreiben zu können. Also das ist ja letztlich auch das, was, ich sage es jetzt mal so ganz großzügig und vielleicht auch ein bisschen vergröbernd, immer wieder ein Thema in Ihrem Schreiben von Anfang an war und auch wohl bleiben wird. Ja. Es gibt eine Spur, die Sie in diesem Buch auch schon legen. Sie planen nämlich eine weitere Trilogie. Nach dieser Trilogie um Ihren Protagonisten Darius Kopp wird es eine weitere Trilogie geben. Das hängt auch damit zusammen, was ich hier eben vorgelesen habe. Meine Agentin kam an mit einem Vertrag über drei Bücher und ich habe gesagt, bist du wahnsinnig, ich habe nur eine Idee für ein weiteres Buch.
Und dann irgendwie 4 Seiten später entwickelt sich dieser Gedanke, okay, was sind denn diese drei und was verbindet sie? Und ich bin jetzt 50 und schreibe jetzt meine erste weibliche Hauptfigur. Bislang konnte ich nur Männer. Und das ist eine riesen Herausforderung und das, ich muss mich dann damit auseinandersetzen, dass ich eine Frau bin, was bislang für mich keine große Rolle gespielt hat. Aber ja, und die Arbeit, die Suche nach den Frauenfiguren für die nächsten 3 Bücher ist ja auch eines der wichtigen Themen des Buches. Genau, es geht immer wieder um die Frage, wie entwickelt man eine Figur? Und das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar sogar auch mit diesem Verfahren, die Fotos zu machen. Also es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, niemals darum, jemanden eins zu eins in eine Erzählung oder in einen Roman zu heben, sondern sozusagen aus verschiedenen Beobachtungen Spezifisches herauszulösen und es dann neu zu puzzeln. Ja, beziehungsweise es ist ja so, das geht uns allen so, wir begegnen einem Bild, einer Situation, es gibt einen Punkt darin, was etwas in uns in Gang setzt, eine längere Geschichte, mitunter ganze Romane. Ja, und es ging natürlich bei solchen Aufzeichnungen, bei Arbeitsbüchern darum, zu versuchen, diese Momente zu lokalisieren und festzuhalten, damit man, ich vergesse ja auch mit zunehmendem Alter immer mehr, um auch nachlesen zu können, was hatte ich da. Genau, wir haben eine Stelle noch rausgesucht auf Seite 37 bzw. 36, wo es um die Figuren tatsächlich auch geht. Und ja, da kann man, glaube ich, ganz gut raushören, was Sie jetzt gerade schon beschrieben haben, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich wie diese Figuren sich aus dem Leben heraus ins Schreiben übersetzen. Also 20. April 2015, Figuren. 2 Schauspielerinnen um die 50. Während sie einen Text über Helen Hessel vorlesen, betrachte ich ihre Gesichter, ihre röter werdenden Dekolletés. Sie sind in dem Alter, in dem ihre Schönheit sie noch golden umglüht und die Zeichen des Welkens machen sie noch schöner, in ihren besten Jahren. Ich werde sie in Mona oder über die Sehnsucht verwenden. Das ist ein Romanprojekt. Noch mehr Figuren. Am Montag war Deckname Ingrid in einer Ausstellung und hat einen Mann kennengelernt. Am Mittwoch war sie mit ihm Salsa tanzen, am Freitag trat sie im Rahmen einer literarischen Performance auf. Während aus dem Veranstaltungsraum nebenan Musik herübertönte und über uns offenbar Tänzer übten, aß eine Frau im Publikum, bestehend aus 13 Personen, während der Vorstellung einen Döner. Ich, die ich meine 200-Euro-Stiefel trug und am Ende 10 Euro in die Spendenblume steckte, weil die Babysitterin schon 40 bekam und mehr als 50 hatte ich für diesen Abend nicht. Deckname Bettina, eine Künstlerin, vermutlich bereits auf die 60 zugehend, die über ihre Wohnung in Dahlem erzählt. Eine Dachstube, wie es sich gehört, ohne Aufzug, 600 warm für 75 Quadratmeter. Der Musiker, der nach der Literaturperformance auftritt, um auf einem elektrischen Klavier seine Kompositionen vorzutragen, die Spendenblume wird vorher geleert. Deckname Reko, die erzählt, dass sie eine Erzählung über die Mitarbeiter in Restaurantküchen geschrieben hat, die Drogen einwerfen, um den Stress auszuhalten und nach der Arbeit noch in eine Bar gehen, um auch mal Gast zu sein. Sich um 4 Uhr ins Bett legen, um Mittag aufstehen und dann erst merken, dass ihre Arme voll sind mit Brandwunden und Schnitten. Dann werfen sie was ein, um die Schmerzen zu lindern und wieder arbeiten zu können. Ja, ja, da ist, glaube ich, ganz gut spürbar, hörbar, wie dieses Verfahren vonstatten geht. Was natürlich auch an der Textstelle ganz gut hörbar wird, ist tatsächlich, wie das Leben sich sozusagen immer zusammenpuzzelt, bis hin zu, wie viel Geld gibt man an einem Abend aus, all diese Fragen, die wir uns ja vielleicht auch stellen, wenn wir wo unterwegs sind und nicht alles Geld der Welt zur Verfügung haben. Es gibt eine andere Textform in Ihrem Arbeitsbuch, nämlich Briefe. Mhm. Sie schreiben regelmäßig auch Briefe. Nach welchen Kriterien haben Sie sich überlegt, ausgerechnet diese Briefe an Andreas Jungwirth, einen Kollegen und Freund, ja, mit ins Buch zu nehmen? Na, es ist so, dass ich tatsächlich mit Jungwirth mir, glaube ich, seit 20 Jahren Briefe schreibe, einmal im Monat.
Und manche Themen sind deswegen nicht in die Tagebuchaufzeichnungen eingeflossen, weil ich sie an Jungwirth berichtet habe. Also ich wollte einfach die Information nicht verfallen lassen. Vor allen Dingen schreibe ich Jungwirth ganz viel über meine Probleme mit den Ungarn, ganz ausführlich. Und dafür habe ich zum Beispiel dieses Arbeitsbuch fast nicht benutzt. Ich habe das an Jungwirth geschrieben und außerdem ist tatsächlich diese Korrespondenz mit Jungwirth ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und meiner Arbeit, weil ich in diesen Briefen auch und er auch mir gegenüber mir Gedanken mache über die zu schreibenden Bücher. Es gibt da einen sehr, sehr ausführlichen Brief über eine Lesung in Stuttgart, beziehungsweise es sind zwei Lesungen, wo man Ihnen praktisch ja, staatstragende Autoren unterjubeln will und das fand ich wirklich unglaublich spannend, auch zu sehen, mit welchen, ja man kann glaube ich schon sagen, Methoden und Strategien seitens der ungarischen Kulturbehörde oder vorgegangen wird. Und es war mir wichtig, dass das mal in einem Buch steht, warum. Ich wollte das, ich war so erbost, ich wollte das gleich posten. Und dann habe ich festgestellt, das wäre zu früh gewesen und wäre auch verpufft. Und abgesehen davon sind andere Autoren davon betroffen. Und ich wollte sie nicht gleich sozusagen schlecht dastehen lassen, sondern ich wollte es richtig erklären, was woher kommt und was warum passiert ist. Und ich denke mal, dass es hier dann doch an einer besseren Stelle ist. Aber es muss auch in die Öffentlichkeit nicht, dass es etwas wäre, was wir alle nicht wüssten. Das ist tatsächlich was, was ich Sie auch als nächstes jetzt noch, Sie kommen gerade aus Ungarn. Ja. Man erfährt in diesem sehr, sehr langen Brief auch, was mit Ihren Büchern in Ungarn passiert, beziehungsweise nicht passiert. Wie ist es, wenn Sie heute nach Ungarn fahren, wenn Sie da hinkommen? Kennt man Sie? Papalapap, überhaupt nicht, aber das hat keine politischen Gründe. Also, dass mein ungarischer Verlag, den ich verlassen habe, sich nicht um meine Bücher gekümmert hat, das hatte keine politischen Gründe, sondern Gründe der Unfähigkeit. Das ist einfach so und das muss auch erwähnt werden. Darüber ärgere ich mich ehrlich gesagt weniger, denn ist der Verlag schlecht, geht zu einem anderen. Und das habe ich getan. Jetzt sehen wir, ob wir da mehr Glück haben. Was mich immer schmerzt in Ungarn natürlich, ist dieses, ich komme da vom Dorf. Ja? Und in diesem Dorf wohnen grob 1000 Leute. 51% von denen haben Fidesz gewählt, weitere 20 noch weiter rechts. Das sind 71%, also 710 von 1000 Personen in diesem Dorf sind rechts bis extrem rechts. Ja. Man könnte es auch so betrachten, dass dann 290 es nicht sind. Aber kann uns das wirklich trösten? Und das treibt mich wirklich um. Und auch meine Tochter, die jetzt knapp 14 ist, die zu mir gesagt hat, ich liebe diese Sprache so sehr und ich liebe meine Großmutter und die Familie und die Kultur und die Natur. Aber es treibt mich um, warum sind alle solche Rassisten? Da habe ich gesagt, es sind nicht alle, wir müssen uns nur halt ein bisschen mehr umtun und wir müssen an andere Orte gehen. Also jetzt konzentriere ich mich mehr darauf, jetzt wo mein Kind größer ist, ihr das Ungarn zu zeigen, was nicht so ist. Und wo findet man dieses Ungarn, das nicht so ist? Ich muss leider sagen, nicht bei uns auf dem Dorf. Also man muss dann schon in die Stadt und am besten in die Hauptstadt, weil bedauerlicherweise meine Geburtsstadt, die in der Nähe wäre, eine der Hochburgen der Fidesz ist. Also da wäre einem nicht geholfen. Aber Sie sagen gerade, und das ist natürlich was, was einen dann auch beim Lesen umtreibt, Ihre Tochter fragt, warum, Sie fragen, warum, warum? Na darum, ich meine, das ist das, worauf, es gibt einen sehr schönen alten jüdischen Witz, dieses, gibt es bei Ihnen Antisemitismus? Nein, aber es gäbe den Bedarf. Und dieser Bedarf ist da und dieser Bedarf wird befriedigt, jetzt nicht nur was den Antisemitismus anbelangt, sondern das war noch ein Witz aus dem Sozialismus. Ja? Also da gab es das offiziell nicht. Jetzt gibt es das auch offiziell, dummerweise. Es ist das, was die Leute wollen und ich, 2015 bin ich darauf gekommen, dass es nicht etwa so ist, dass hier ein Volk in Geiselhaft gehalten wird von irgendeinem bösen Zauberer. Sie haben ihn gewählt und sie wählen ihn wieder und es ist das, was sie wollen. Dann müssen wir damit klarkommen, es ist nicht schön.
Aber wir kennen das immer mal wieder, die Verrohung von ganzen Gesellschaften. Und das Einzige ist, soweit wir können, dem Widerstand zu leisten. Und das können Sie auch als Autorin und versuchen es. Ja, aber Sie versuchen mich natürlich auch, das, was Sie eben erwähnt haben, diese Beschreibung dieser Lesung, Sie versuchen mich natürlich auch reinzutricksen, ja, so dass ich bei Veranstaltungen mitmache, über deren Umfeld ich im Vorfeld nicht richtig informiert worden bin und dass ich plötzlich neben Leute stehe, die ich, mit denen ich nicht zusammen stehen möchte. Und das war dann tatsächlich so, dass Sie das bei dieser Lesung im Vorfeld herausgefunden haben. Ja, und es abgesagt habe, genau. Dann abgesagt haben und dann aber wiederum auch in Konflikt mit einer Autorin gekommen sind, mit der Sie gerne über Ihre Arbeit gesprochen hätten, also über Ihre beider Arbeit. Und dann letztlich die Situation so war, dass Sie gesagt haben, das muss jemand anders machen und dann auch dieses Verhältnis etwas gelitten hat. Ja, natürlich. Natürlich. Aber die Vertretungen, die ich versucht habe zu organisieren, ich konnte die nicht belügen. Also ich musste denen sagen, warum ich zurückziehe. Und die mussten dann auch sagen, dass sie das auch nicht machen können. Ja, und das war dann relativ schwierig. Es gibt da noch eine Passage, die dieses Thema der Autorin in ihrer Zeit beschreibt, auf Seite 245. Ja. Die Sie auch zum Vorlesen ausgesucht haben. Ja, genau. Das ist aber, das ist wieder das Dorf. Und ja, ich übertreibe nicht, ich beschreibe. 10. Oktober 2019, der Autorin in ihrer Zeit. Was ich gerade mache, ich trinke Tee in Ungarn. Der betrunkene Nachbar kommt, um meinem Großvater mit irgendeinem Gerät zu helfen. Anschließend will er mich sehen, um mir die übliche Frage zu stellen, wie ist das Leben in Berlin mit den ganzen Migranten? Ich gebe zum 100. Mal die Antwort, man kommt klar. Er hat gehört, in Halle gab es einen Vorfall. Ja, sage ich, das war ein rechtsextremer Täter, der Juden umbringen wollte. Als ihm das nicht gelang, tötete er eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Daraufhin sagt der Nachbar etwas, was ich zunächst nicht verstehe, weil er so sehr nuschelt. Beim dritten Mal kommt heraus, Zitat, man hätte gleich den ersten bei Röske erschießen müssen, dann wäre keiner mehr gekommen. Ich versuche den Zusammenhang zu Halle gar nicht erst zu diskutieren. Ich sage nur, obwohl klar ist, dass das auch sinnlos ist, dass man solche Fluchtbewegungen so nicht aufhalten kann. Er wiederholt, was er davor gesagt hat, erschießen. Ich lasse ihn im Hof stehen und trinke meinen Tee weiter. Am Sonntag sind Kommunalwahlen in Ungarn. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er sehr weit links wählen wird. Jetzt, da ein Neonazi ein Hassverbrechen begangen hat. Ja, dieser Passage. Ja. Aber ich meine, ich muss sagen, ich möchte darauf hinweisen, falls es jemandem nicht aufgefallen ist, das ist natürlich auch ein selbstironischer Kommentar. Ja? Er erzählt Scheiße, ich weiß, mit dem kann man nicht diskutieren, ich lasse ihn im Hof stehen und gehe ins Haus und trinke Tee weiter, denn was soll ich sonst tun? Was soll man sonst tun? Ja. Es gibt noch einen Aspekt, den wir vorhin kurz schon gestreift haben. Sie haben gesagt, dann kam Corona und dann war die Frage, schreibt man jetzt ein Corona-Tagebuch weiter oder schreibt man es nicht? Sie haben sich entschlossen, es nicht zu tun. Warum? Naja, weil das ganze Tagebuch an sich gerissen hätte. Es war klar, hier beginnt eine neue Geschichte. Das heißt, mein Tagebuch, das ich führen wollte, bis ich 50 werde, musste eher zu Ende gehen, weil entweder schreibst du eins oder du schreibst keins und das hätte tatsächlich die 7 oder die 5,5 Jahre davor irgendwie verzerrt. Und das war ja auch nicht Thema meines Tagebuchs. Also dieser Einbruch, der uns ja alle kalt erwischt hat, ist sozusagen am Ende des Arbeitsbuchs noch mit einigen wenigen Einträgen. Ja. Und dann beginnt eine neue Geschichte. Ja, und dann beginnt eine neue Geschichte. Und ich würde sagen, zu dieser neuen Geschichte, wir wissen, da kommt noch einiges. Und ich habe die Titel, Moment, ich habe sie mir auch extra noch mal notiert, der Plan für eine weitere Trilogie, die Arbeitstitel jedenfalls, lauten Muna oder über die Sehnsucht. Also diese Muna ist eine dieser Figuren, über deren Entstehung in diesem Arbeitsbuch schon ziemlich viele Puzzleteile sozusagen Rechenschaft ablegen. Und dann gibt es den zweiten Arbeitstitel,
X Tage oder die Hälfte des Lebens und Die Einsiedlerin. Ja. Diese drei Romane mit weiblichen Protagonistinnen erwarten uns also noch, und dann schreiben Sie ganz lakonisch: Und danach lebe ich wahrscheinlich noch gerade lang genug, um einen dritten Erzählband herauszugeben, die Geschichte meiner Nachbarn, und tschüss, hiermit hätten wir unser Lebenswerk geplant. Frau Mora hat ihr Lebenswerk geplant, wir freuen uns drauf und wollen zum Abschied, vielleicht zum Ende der Veranstaltung hier auf der Buchmesse, noch eine kleine Passage hören. Ich weiß jetzt nicht genau, möchten Sie gern noch von dieser Einsiedlerinnen-Passage am Schluss lesen oder lieber diesen Eintrag? Nein, nein, schon die Einsiedlerin, glaube ich, weil ja, der andere Eintrag spoilert zu viel. Also 19. März 2020, Misanthropie in den Zeiten der Cholera. Was haben wir nach nicht einmal einer Woche Social Distancing über uns und über unser Lieblingsthema, die Einsiedlerin, gelernt? Das, was wir vernünftigerweise schon vorher hätten wissen müssen: Erstens, die Einsiedlerin ist vor allem eins, frei. Frei von allem, was die anderen tun oder besitzen müssen, was, und das erwarten wir von der Einsiedlerin, zu Freiheit in ihrem Denken führen muss, sonst wäre sie keine Einsiedlerin, sondern nur jemand, der draußen nicht klarkommt, klarkommen will. Soweit, so gut. Zweitens, die Frage: Von welcher Art von Welt hat sich die Einsiedlerin zurückgezogen? Ich ging natürlich, denn ich kannte ja nichts anderes, davon aus, dass sie sich zurückzieht, während die Welt um sie herum weiterhin durch die Freiheit der Bewegung gekennzeichnet ist, physisch und geistig. Dass man reisen kann und es ein Kulturleben gibt, und wer will, kann daran teilnehmen. Idealerweise kann es sich auch jeder leisten, lesbar. Sollte das nicht gegeben sein, verändert sich auch die Lage der Einsiedlerin. Dass es das, wovon sie sich fernhält, gar nicht mehr gibt, erfüllt sie nicht mit Erleichterung. Es tut ihr ehrlich leid. Dass es diese Institutionen wie die sündhaft teuren Opernhäuser gibt oder Festivals oder auch nur sowas Randständiges wie Lesungen, ist etwas Positives für eine Gesellschaft. Nicht nur Zerstreuung und Bildung, sondern Kontinuität und Sicherheit. Der Mensch lebt nicht vom Shopping allein. Ist die Einsiedlerin in einer Diktatur oder in einem Krieg Einsiedlerin, oder, um bei einem näherliegenden Beispiel zu bleiben, während Pest, Cholera, Corona, ändert das ihren Status? Nicht, weil viele andere, zumindest äußerlich betrachtet, nun so leben wie sie, sondern weil die Tatsache, dass kaum eine andere Art zu leben möglich ist, den Begriff der Freiheit, also auch der Freiheit der Einsiedlerin, grundlegend ändert. Was ist Freiheit gerade? Drittens, wir haben gelernt, dass das, was die Einsiedlerin glaubte zu tun, respektive wovon sie träumte, kein echtes Eremitentum war, sondern nur etwas, das ihr erlaubte, sich möglichst abseits von anderen Menschen zu halten, insbesondere von Menschenansammlungen. Die Einsiedlerin hat im Grunde nichts dagegen, ihren Ort zu wechseln, zu reisen. Was dabei stört, sind die anderen. Die Einsiedlerin erschienen ihre Wünsche bescheiden: eine Wohnung in der Stadt, ein Haus und ein Garten auf dem Land, zwischen denen wir uns bewegen, ohne viel Kontakt zum Pöbel halten zu müssen. Allerdings hätte sich die Einsiedlerin das alles bei grundsätzlich offenen Grenzen und Bewegungsfreiheit nicht nur für sich selbst, sondern für alle vorgestellt. Wenn das überhaupt ihre Motivation war. Möglicherweise ist das nur eine Unterstellung, wir kennen ihre Motivation noch nicht. Die Autorin hat sich noch nicht entschieden. Wir beobachten weiter die Situation. Vielen Dank. Das ist mal ein Applaus wert, würde ich doch mal sagen. Vielen Dank an Theresia Mora für den Einblick in ihr wirklich unglaublich spannendes und anregendes Buch. Also wer etwas erfahren möchte über die Schreibwerkstatt einer Autorin, dem sei dieses Buch wirklich wärmstens ans Herzen gelegt. Dass Lesungen was Positives für eine Gesellschaft sind, haben wir vielleicht jetzt auch gerade wieder bemerkt. Ich darf mich bei Theresia Mora ganz herzlich bedanken und bei Ihnen allen, auch im Namen von Stern und Penguin Random House, und wünsche Ihnen allen noch eine erfreuliche, anregende und eindrucksvolle Messe. Guten Tag.